War das jetzt richtig, dass da 49 stand? Ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt die Kaserne fertig gemacht. Ich speichere mal. Nicht da, sondern da. Aber wir wollen ja vielleicht noch was nachmachen. Falls ich jetzt irgendwas verpeilt habe. Speichern. Ja. Überschreiben. So. Fertig. Ist immer so anstrengend. Okay. Natürlich haben die hier wieder alles erneuert, weil die gemerkt haben, hier hat ja ein bisschen jemand Randale getrieben. Deswegen müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen säubern. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt. Ich glaube, wir haben ja nur zur Auswahl die Bone. Irgendwas mit Bone. Bone. Boneworks, genau. Da gibt es, glaube ich, viele dieser kleinen Videos, die man sich angucken kann. Hübsche Farms ist außer Betrieb. Genau, Slick Barracks haben wir gerade geschafft. Und die Boneworks. Da wollen wir hin. Dafür müssen wir ihnchen hier mal beseitigen. Da dürfen wir eh nicht furzen, das heißt, wir nehmen uns nur die Steinchen mit, die da hängen. So, da ist alles dicht. Genau, wir wollen ja hier was mitnehmen. Hintergrund übrigens wieder Züge. Nein! Nicht runterfallen. Ich weiß auch nicht, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, warum das Fleisch hier irgendwie so komisch ist. Weil es sind eigentlich Steine, die angezeigt werden. Und da sollte eigentlich so ein Matschepumpe-Ding rausfallen. Aber na gut. So, erstmal lesen. Onkel Erslicks Touristentrip Nummer 5. Besuche das Boneworks, da wo der Zauber beginnt. Mitarbeiter des Monats. So. Wow. Spinne hält. Das ist doch Kacke, ist das. Das hätten wir schon mal und ich hoffe, es reicht, wenn wir den einen haben. Hier muss man jetzt aufpassen. Wenn man nämlich zu nah an diesem Britzelding steht, kann das passieren, wenn wir schmeißen, dass wir einen Schock kriegen. Wow. Das nächste Mal bitte im Knien habe ich einen Quicksave gemacht. Wenn nicht, ich hätte eh zurückgemusst, weil ich bei mir Fleisch gefehlt hatte. Ja, sehr schön. Uiuiui, er hat mich angesprungen. So, Gleis
Ist das 4 oder ist das eine 1? Ich glaube, es ist 4. Komm hier runter. Nein. Ich glaube, im nächsten Screen ist der. Gesprungen, hab Dreieck gedrückt. Es wäre lustig, wenn die mich dann aus der Luft fischen würden. Sieht ja bestimmt lustig aus. Ich bin noch nicht mal gerollt. Ich habe R1 gedrückt zum Rennen. Tja, ja. So ist das Level, ne? Erstmal aufgestanden. Ja, hier sind die Fläschchen. Erstmal aufgestanden und dann gerannt. Wo muss ich denn? Ach, da oben in den Brunnen wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Oh nein, ist das das mit den Farben? Ja, das ist das mit den Farben. Oh Gott. Die Frage ist, wenn der da jetzt drüber läuft. Der kann doch hundertprozentig das. Ich bin gerade ein bisschen überlegen, was ich hier machen muss. Ah, Moment. Von wem werden die Fußdinger jetzt ausgelöst? Von dem Slog oder von dem Typi? Aber wenn ich den nämlich jetzt sage, der soll mir folgen und dann spielt nämlich alles verrückt. So, ich habe dich jetzt hier erstmal eingeschlossen. Das sah ebenso aus, als ob das nicht darauf reagieren wird. Er steht da ja, ne? Und ich weiß jetzt nicht. Warte. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, warum das Doktor stehen bleibt. Den hätte ich sogar wegmachen können. Ich bin so dumm. Ich habe das überhaupt nicht gesehen, dass hier kein Auge ist.
Ich raff das Level hier nicht. Das ist doch normalerweise viel schwerer, oder nicht? Gut. Geht's in, hier geht's hoch. Okay. Gut, dann hätten wir das eine Geheimnis. Das war sehr gut. Der zweite hat uns überhaupt nicht... Ah doch, hat er doch bemerkt. Du mich mal in Ruhe. Da wieder ein schöner Zug im Hintergrund. Ich finde, die sehen echt mega geil aus. Mit, vor allem mit diesem, ich nenne es mal Unterkiefer. Also diese merkwürdige Plattform, wo man wahrscheinlich sich draufstellen kann oder irgendwas noch lagern kann oder so. Das finde ich irgendwie cool. Ach, Moment. Fleisch. Wir haben ja keins mehr. Wie viel? 9. Nice. Okay, da haben wir was zum Lesen. Bahnübergang. Onkel Aslicks Touristentipp Nummer 7. Freunde dich mit Slogs an und nicht rennen, wenn sie fressen. Doch, rennen. Auf jeden Fall. Okay, wo kommen wir denn jetzt hin? Oh nein. Aber ich glaube, das kriegen wir auch noch so hin, ohne ein Fleischstück zu verschwenden. Ja. Das ist knapp. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hat es davor ausgesehen. Da war, glaube ich, der Aufzug. Ja, war da aber, glaube ich, nicht. Ne? Kein Hebel, nichts. Puh, okay. Das hätten wir. Fleisch haben wir noch genug. Da sind eine ganze Menge Nudaken. Nehmen wir erstmal den hier oben. Die sind alle blind. Jo, mitkommen. Okay. Warte. Okay, an die Arbeit. Wofür ist der eben da? Das macht wahrscheinlich da die Tür auf. Oder auch nicht. Ach so, okay, jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Wir müssen unten den einen Hebel ziehen. Aber warum? Guck mal hier. Guck du mal. Oder sind das auch nur zwei, die da sind? Weil dann wird es mit den vier passen. Ich glaube, das sind nur zwei. Ich habe gedacht, da würden die vier Stück sitzen. Aber es würde dann ja keinen Sinn machen, wenn auf der Tafel 4 steht und im Level 6 sind. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das Ding schmeiße.